Und es geht weiter mit The Fight of the Milky Way. Genau, wir sind der Markus, da, der Martin, der Theo, der Konrad und mit mir der Ian. Und wir stellen euch heute The Flight of the Milky Way vor. Über das Spiel erklärt euch jetzt der Theo weiteres. Also das Spiel spielt, wie schon gesagt, wie es der Titel schon verrät, in der Milchstraße. Und das Ziel ist, wir sind zwar nicht dazu gekommen, das glaube ich schon rein zu programmieren, aber das Ziel ist, gegnerische Raumschiffe zu zerstören, die sozusagen die Menschheit bedrohen. Und wir haben auch Hindernisse reinprogrammiert, wie Asteroiden, die dich zerstören könnten im Fall eines Einschlags ins Raumschiff. Und ja, und der... Okay, das hört man jetzt nicht auf dem Mikrofon hier, aber ich wollte noch ein bisschen darüber, über die Geschichte so sprechen, wie wir dazu gekommen sind, weil wir suchten auf jeden Fall ein Programm, mit dem wir sehr gut ein Spiel in Retro, Space Shooter, wie gesagt, sehr gut umsetzen könnten. Dann sind wir als erstes zu Tic 80 gekommen, Love und Lua und all diesen Sachen. Und letzten Endes kamen wir dann zu Scratch und ja. Wir müssen das kurz noch regeln. Vorführeffekt. Das ist aus, das ist aus, ja. Das muss. Und jetzt geh auf da. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Genau, wenn es jetzt auch alles funktioniert, dann präsentieren wir euch eine kleine Demo von unserem Spiel. Genau. Ja, also man muss halt die Meteoriten hier abschießen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Mentoren, Holger und Tobi, oder? Ja, auf jeden Fall danke an euch beide und ja, und wir haben auch sehr viel dazu gelernt. Zum Beispiel, wir können uns so vorstellen, wir hatten so nicht vernetzte Köpfe, wenn es um Programmieren geht, und dadurch haben wir unsere Köpfe schon mehr vernetzt, sodass wir auch dann später bessere Programme benutzen und umsetzen können. Also es war auf jeden Fall auch sehr cool, ja. Und ja, ich habe vor allem programmiert und sie und du und so, wir haben auch programmiert und wir hatten auch zwei Grafikumsetzer. Die haben alle Texturen gemacht und ja, das war auch cool. Und du hast verloren. Ja. Danke und das war's. Komm zu mir. Nehmt den Laptop mit, bitte, kommt nochmal zu mir. Ich glaube, was vielen Leuten gar nicht so klar ist, wenn die ein Computerspiel sehen oder das Wort Computerspiel hören, wie viel Arbeit da drin steckt. Gestern bei der Probe, ich glaube, ich stelle dir die Frage, weil du hast mir so einen kleinen Hint gegeben, einen Hinweis, wie viel Mathe eigentlich drin steckt in der Programmierung. Ja, kannst genau. du das nochmal kurz erzählen? Das fand ich so spannend. Ich musste mit einem bestimmten Cosinus und Sinus arbeiten, um die Achse und die Richtung, also das Spiel... Hört man es? Ja. Das Spiel basiert darauf, dass, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber der Weltraum bewegt sich und nicht das Weltraumschiff. Das hört sich krass an, ist es auch. Und wir haben also Weltraum so programmiert, dass er genau in die gegenüberliche Richtung, in der das Weltraumschiff zeigt, fliegt und das so einen Effekt erzeugt, dass man vorwärts gebracht wird. Und um das grafisch darstellen zu können, musst du mit diesen Formeln, mit Cosinus und Sinus ja, arbeiten. Ja, genau, genau. Und da sagt noch einer, Computerspiele und Mathe haben nichts miteinander zu tun. Respekt an euch, danke für euer Projekt, danke für eure Vorstellung. Vielen Dank.